Kommt fertig. Alles gut, dass ihr alle mitgekommen seid. Kommt jetzt. So. Ey, Ruhe und Musik aus. Ey, das muss ich mal drüber gucken. Aus! Aus! Mach mal den Kackkracker da vorne aus! Alex, seltener Regel! Geh von mir! Ruhe! Nach der Rede gibt Kinder von Alex. Nein! Leute, das ist Platz hier, Stammtisch! Hey! Nein! Schönen Abend zusammen! Nein! Ja? Nein, wir grüßen haben wir schon! Wir halten mal fest! Es war eine wunderschöne Platz hier, Schwarz, sozusagen! Es war wirklich schön, wie hey! Die Leute aufgebaut haben! Joram, jetzt sagst du Joram. Nein, es war wirklich schön, wie Leute aus dem Stammtisch zwei Tage vorher schon dafür gerackert haben, dass ja. Wirklich so eine schöne Fahrt zusammengestellt ist. Jetzt lacht der Himmelreich schon in dem Hintergrund. Das ist immer. Nein, ohne Scheiß, Mann. Wir haben es wirklich gut hingekriegt. Im letzten Jahr, da waren wir wirklich ziemlich arm. Ja, war ich auch nicht dabei. Ich weiß ja. Nicht. Nein, im letzten Jahr, da war schon... Ich weiß, wer es war. Mein Vater auch ziemlich stinkig als man. Ja, das war etwas anderes als dieses Jahr. Nur ich finde das ganz ehrlich mal zu sagen zu müssen. Im Namen der Platzhirsche. Ich bin wirklich froh, dass wir das dieses Jahr so gut hingekriegt haben. Ey, aber sowas von. Aber. Ja, dieses Jahr waren wir ja fast so Platzhirsche, außer drei Mann. Ja, die sind ja hinter uns hochgesprungen, aber ohne Scheiß war es. Wir haben nicht hochgeschlafen. Es war eine tolle Leistung, was wir hingekriegt haben. Mit dir, die haben nicht hochgeschlafen. Die Kosten, die kommen hinterher alle raus. Nein, aber ohne Scheiß war. Ich bin froh, dass wir noch so viele Leute zusammenhalten, dass wir es zusammenkriegen. So eine schöne Maifahrt, habe ich schon lange nicht mehr erlebt, ohne Scheißmann. Das war letztes Jahr, das war unterentwickelt und davor Jahr, das war scheiße. Ey, was? Naja, wir scheiern uns. Naja, auch mal ganz herzlichen Dank an unseren ersten Vorsitzenden, Feldmann, Florian. Oh. Hey. Hey. Ohne Scheiß war. Und natürlich auch für Holz, ne? Ohne ihn hätten wir nicht hier, ohne die Unterkunft so hätten wir nicht. Nicht umsonst essen hier. Nein, das war nicht, aber ich fand's gut, wirklich gut vom Feldmann, dass er es wirklich zur Verfügung gestellt hat. Auch weil letzter für Stress gemacht hat davor das Jahr. Nur, aber ihr kennt mich ja. Mit den Rehen. Ich will sie nicht so lange machen. Ich will sie nicht so lange machen. Alex, der die Getränke organisiert ich hat. Wer ist denn der Alex? Keine Ahnung. Einfach hoch auf Alex. Tacke. Hey. Ich danke euch. Aber ihr kennt mich ja an den Rehen. Die gehen immer kurz. Die wollen... Ich danke euch als zweiter Vorsitzender, dass ihr so viel zu sagen habt. Aber wie gesagt, ihr kennt meine Reden, ich will es nicht so lange halten. So, wer jetzt noch saufen will, ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt eine Kiste Bier oder zwei oder drei oder vier. Ey, wir müssen aber nicht teilen. Ach so, der erste Vorsitzende hat schon mehr was gesagt. Dann kann ich schon mit nichts mitreden, mit zweiter Vorsitzender. Ja, ich geh schon mehr weg hier. Also ich danke. Auf Glück, danke. Freu mich mal auf.